So, Leute, machen wir weiter an der Stelle. Ich habe jetzt endlich die Ober gefunden. Mal gucken, ob wir die jetzt hier hinbekommen. Na, ah, Gefälle zu steil. Hier wäre eigentlich sehr, sehr gut gewesen. Geht aber nicht. Das ist ärgerlich, das ist ärgerlich. Wenn ich eventuell die Straße hier einfach weiterziehe. Naja, wahrscheinlich wird es trotzdem nicht passen. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Mach mal so. So. Jetzt muss ich gucken. Ich mache einfach mal hier auf gut Glück eine Straße. Wir schauen mal, ob wir es hier irgendwie hinsetzen können. Verbinden können wir es ja dann immer noch. Zu steil, zu steil, zu steil, zu steil, zu steil. Hier ist nicht genug Platz. Ah. Scheiße. Ich glaube, das kann ich mir abschminken hier. So steil ist das da jetzt aber auch wieder nicht. Was ist denn, wenn ich das hier hinsetzen würde? Probieren's mal. Hier würde gehen. Okay. Dann bauen wir es hier hin. Jetzt muss ich überlegen, machen wir es so hier? Oder so hier? Ich würde sagen, so hier. Probieren es mal gucken, wie es aussieht. Ich finde es eigentlich ganz cool. Das will mir durchaus gefallen. So gut, jetzt müssen wir halt die Straße nochmal ordentlich machen. Baumallee. Eine Kurve. So. Wollen wir das jetzt noch mit dem Kreisverkehr verbinden? Ich meine, so viele Autos werden jetzt sowieso nicht lang fahren. Also von daher können wir das, denke ich, mal einfach mal machen. Ein Gebäude. Wollt ihr mich veräppeln? Ich hab das gerade erst gebaut. ich hoffe, die löschen das wieder. Scheiße, Leute. Ich hab die gerade erst gebaut. Halt, ich baue hier mal noch eine Wache hin. Ich gehe jetzt hier mal lieber auf Nummer sicher. Machen wir noch so eine Ghostbusters-Wache, auf die kann man sich ja verlassen. Go, go, go! Löschen bitte! Ich hoffe, dass da überhaupt Feuerwehr... Löschfahrzeuge Verwendung 0 von 3. Sag mal, ist das Brandstiftung gewesen? Haben die irgendwas gegen die Ober oder was? Ich weiß es nicht. Das ist aber echt jetzt ein bisschen gemein. Und irgendwie werden die Löschfahrzeuge nicht benutzt, habe ich so den Eindruck. Kann ja sein, dass sie dann, dass es noch ein bisschen buggy ist, die Mod oder so. Ich baue mal eine richtige Feuerwehrwache. Wir gucken einfach mal. Ich baue sie mal hier hin. Normalbetrieb. 0 von 8. Das Ding brennt ab. Oh, das ist doch scheiße! Jetzt kommt Feuerwehr. Ein bisschen spät, Leute, ganz ehrlich. Na los, löschen! Tja. So viel zum Thema Sydney Ober. Hat bestimmt irgendeinen Rapper oder so ein übelst krasses Konzert gegeben. Ich bring den jetzt nicht, denkt euch den einfach. Im Kopf war er witzig. Mit Burn und so. Aber wo ich ihn ausgesprochen habe, war er nicht mehr witzig. So ist wieder ganz, Leute, wunderbar. Jetzt mache ich mal eben noch die Bäume ordentlich und dann... Nee, ich finde das aber cool so, mir gefällt das. Und immer Leute geben, die sagen, nee, Beams hässlich. Ich finde es cool. Hier machen wir mal eben noch das... wobei ich das hier gar nicht so schlecht fand eigentlich, dass man das gesehen hat. Ja gut, hier sieht's doof aus. Hier muss man das dann doch mal ordentlich machen. So hier. So. Ne, so ist okay. Damit kann ich leben. Man kann das natürlich dann immer noch ein bisschen optimieren, gerade wie man die Bäume setzt und so, aber ich finde es erstmal ganz cool. Aber hier machen wir ein bisschen mehr Bäume. Huch, jetzt habe ich es ganz weggemacht. Wollte ich eigentlich auch nicht. Die würde ich mal wegmachen, hier alle hier vorne. So. Ne, Leute, also mir gefällt das. Ich finde das erstmal ganz schön.
Und wir machen auch plus 12.000, haben fast 80.000 Einwohner. Also jetzt entwickelt sich das hier anscheinend. Und ich muss unbedingt dann die Straßenanbindung hier noch optimieren, weil also es existieren ja keine Straßenanbindungen zur Autobahn und so. Das muss ich dann unbedingt noch machen. Aber das Viertel fängt langsam an, mir gut zu gefallen. Also es hat mir schon davor gut gefallen, aber mittlerweile finde ich schon echt nice. Plus 13.000 machen wir jetzt. Nice. Schön. Ah. Ich find's toll, ich find's immer noch toll. So wird die Straße hier benutzt eigentlich, die wir hier angebaut haben. Ja. Und ich habe noch nicht mal Auffahrten gemacht. Das mache ich mal eben ganz schnell. Das habe ich ganz vergessen. Das wird ein bisschen länger. So. Dann bin ich auch nochmal. So. Und das gleiche nochmal von hier. So. So, hätten wir. Also krabbelt. Sind jetzt hier Ampeln? Okay, die Ampeln mache ich mal aus. Hätten wir. Hier will ich natürlich dann auch noch ein bisschen mehr Gebäude haben, das machen wir dann auch noch. Ich will dann an sich auch noch ein bisschen mehr Fußballplätze bauen. Stadion wird auch benutzt, unser. Ne, es ist ja eigentlich kein richtiges Stadion, es ist ja nur ein Footballfeld. Football, sage ich, ein Baseball. Ich habe aber auch ein Baseballstadion, das können wir dann auch gerne noch bauen. Ach ja, und ich hatte ja auch Stadien, ne? Habe ich jetzt so die Sydney-Oper ganz vergessen. So, was haben wir denn hier? Das habe ich schon gebaut, dann habe ich hier Commerzbank Arena. Wie hieß denn das früher? Wald Arena? Können wir ja mal schreiben. Und dann haben wir. Ich glaube, das ist von St. Pauli. Aber das will ich jetzt eigentlich nicht im Finanzdistrikt irgendwie reinbauen. Aber das St. Pauli-Ding, das können wir gerne mal irgendwo hier hinsetzen. Finanzdistrikt würde nicht so gut passen. Wollen wir das denn mal hinmachen? Ich würde einfach hier ins Zentrum irgendwo reinsetzen wollen. Aber es sollte. So, hier so ein bisschen in den Wald rein, finde ich eigentlich ganz schön. Aber es braucht. Naja, wir könnten dann mit der Autobahn das doch ganz gut verbinden. Das würde gehen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Hier ist auch Müllproblem. Ich mache mal wieder mit meiner Technik hier rumprobieren erst. Also erst Straße. Weil wenn wir hier noch Auffahrten und so haben, dann ist das sogar eine ganz gute Anbindung. Dann liegt das gar nicht so schlecht. Das Stadion. Sieht die Gebäude. Stadion. Ja, so finde ich eigentlich okay. Kannst du ein bisschen ans Wasser bauen. Aber ich finde es eigentlich so richtig, mitten im Wald finde ich ganz gut. So. Ne, also ich finde es schön. Wir können das eigentlich auch so lassen. Und dann mit der Brücke hier verbinden. Das könnten wir auch machen. Ich kann ja mal eben testen, wie das aussehen würde. Ich glaube, das würde gar nicht so scheiße aussehen. So. So. Ja, es ist mir jetzt fast schon ein bisschen zu viel Straße hier. Ich mach mal die Brücke wieder weg. Fällt mir nicht. Nö, ich lasse es jetzt erstmal so. Dann noch Wasser bitte und Strom. Bam. Wir können einfach mal ein paar Gebäude. Machen wir mal hier ein paar Wohnhäuser hin. So, und schon haben wir dann Strom in der Nähe. Ja, durch. Muss mal gucken, also wahrscheinlich muss ich hier da mal irgendwie Auffahrten bauen oder so. Das könnte durchaus sein. So, auf jeden Fall haben wir 81.000 Einwohner. Es sind zumindest mehr, als wo ich mit der Session angefangen habe. Plus, wir sind mit diesem District hier soweit fertig. Also ich finde den schon ganz cool. Es ist halt, ich habe sehr viel Detailarbeit gemacht, aber ich würde das so fortsetzen, weil sonst haben wir doch immer. Es bringt doch nichts, wenn ich jetzt auf Krampf die Stadt versuche, schnell groß zu machen. Das macht ja keinen Sinn. Ich will ja, dass die schön wird irgendwie. Und drum, dann ist halt so Detailarbeit notwendig. Ich finde aber, dass sich das durchaus lohnt.
Wenn man sich das mal anguckt. Kann man natürlich jetzt auch vorwerfen, dass ich es übertreibe mit den Sehenswürdigkeiten, aber nö. Ist ja nicht so, dass wir irgendwann keine mehr bauen können. Es kommen ja immer wieder neue dazu. Und solange das irgendwie passt und nicht einfach nur gedankenlos nebeneinander gestellt wird, finde ich das eigentlich sehr cool. Und das, ich finde, das hat was, Sydney-Oper und Freiheitsstatue direkt nebeneinander. Das ist doch auf jeden Fall nice. Ich finde es super. Mir gefällt's. So, wir haben ganz schön viel Tode, habe ich so den Eindruck hier, ne? Ja, wisst ihr was, ich mach mal... Ja, weiß ich ja so nicht, ob ich was ich da mache. Und hier, Kreisverkehr ist auch total überlastet. Dann mache ich mal das hier, die Verbindung hier weg. Ich glaube, dass es vor allem daran liegt. Müssen wir mal gucken, also das Straßennetz, das ist gerade so, das war ja das, was wir am Anfang gebaut hatten. Und dadurch, dass jetzt hier auch sehr viel Verkehr ist, wird natürlich auch der Kreisverkehr nochmal mehr belastet. Ne? Und wir sollten natürlich dann auch mal wieder U-Bahn und so weiter machen. Notfalls baue ich Stargate und verbinde alles mit Stargates dann, ich weiß es noch nicht. Muss mal gucken. So gut, Leute, würde ich aber an dieser Stelle erstmal Schluss machen. Nächste Folge. Wie gesagt, Gefängnis wollte ich auch noch bauen, das haben wir auch noch nicht. Ich habe auch schon eine Militärbasis gesehen, da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob ich die bauen möchte. Den Campus wollte ich dann auf jeden Fall als nächstes irgendwann machen, aber da muss ich wirklich gut im Plus sein, ja, für den Campus. Auch mit dieser Bremer Campus-Rakete, ja, mit diesem Fallgebäude, wie das heißt, ich weiß es nicht. Und dann, so langsam, werden wir dann hier die weiteren Gebiete kaufen und die noch weiter ausbauen. Also gerade hier den Strand, ey, aber da muss ich noch gucken, da brauche ich wirklich Yachthäfen haben und irgendwie hotelähnliche Gebäude, irgendwas, dass wir da so ein bisschen Tropikum-mäßig das hier bebauen können. Es würde sogar noch hier weiter runtergehen. Das ist krass. Ich probiere das mal eben kaufen. Ich kann mir das alles holen, Leute. Ich kann mir das alles holen. Dann können wir da weiterbauen. Also das hier werde ich auch nochmal dann anders machen hier. Das wird dann weiter durchgezogen, die Straße. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall haben wir dann noch viel vor uns. Ey, das ist krass, desto mehr ich in dem Spiel fortschreite, desto mehr habe ich das Gefühl, das wird hier eine unendliche Geschichte oder so. Ja, ich find's cool. Und dann mal schreiben, was er von dem Pfad hier haltet. Zumindest die Star Trek-Fans sollten ja auf meiner Seite sein, gerade das hier. Aber ich finde ich ja noch irgendwas mit Star Wars, mal gucken. Wird bestimmt nicht lange dauern, da kann man bestimmt irgendwas Star Wars-mäßiges bauen. Chacha Bings Statue oder so, ich weiß es nicht. Okay, Leute, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und würde mich freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Dann geht's weiter. Bis dahin. Tschüssi. Mit diesen Sonnenstrahlen. Okay, Leute. Tschüss.